Willkommen bei der Alpenrevue. Wenn wir über frühe elektronische Musik in Deutschland sprechen und hierbei insbesondere sphärische Beiträge im Sinn haben, steht zumeist der Name Klaus Schulze im Vordergrund. Und das ist natürlich nicht unverdient, doch das Album, das mich innerhalb dieser akustischen Zone am meisten in Beschlag genommen hatte und am meisten fasziniert hatte, wurde zwar von Klaus Schulze produziert, doch aufgenommen wurde es von Robert Schröder. Es ist seine vierte LP aus dem Jahr 1982 mit dem evokativen Titel Galaxy Cygnus A. Wer waschechte Weltraummusik sucht, ist hier genau richtig. Dieses Album besteht vollständig aus Synthesizer-Sounds der frühen 80er und ist spezifisch von Radioastronomie inspiriert. Cygnus A ist ein in der Astronomie bekanntes Objekt, das bereits 1939 entdeckt wurde und in 1951 näher untersucht wurde. Es stellt eine der stärksten Radioquellen dar, die der Astronomie bekannt sind. Mit einer Entfernung von über 230 Megaparsec ist es ein massives Objekt, das sich dennoch der konventionellen Betrachtung entzieht, wegen der Entfernung. Doch was ist Cygnus A? Man spricht hier von einer sogenannten Radiogalaxie, also eine Galaxie, die man auch als Radiolaut bezeichnen kann. Sie ist also im Radiowellenbereich außerordentlich aktiv, was zumindest bedeutet, dass dort große energetische Prozesse im Gange sind, die für eine starke Strahlung sorgen, die wir dann auf der Erde messen können. Cygnus A liegt, wie der Name schon deutlich macht, im Sternbild Cygnus, zu Deutsch Schwan. Die hellen Ausläufer der Galaxie, die hier durch eine Übertragung der Radiodaten in ein visuelles Format erzeugt wurden, umfassen eine Region von rund 500.000 Lichtjahren. Von einer musikalischen Warte zollt Robert Schröder diesen astronomischen Eigenschaften der Cygnus A-Galaxie großartig Tribut. Dies ist kein romantischer, lieblicher New Age-Soundtrack, sondern eine elektronische Meditation über die massiven Weiten des Weltraums und über das Wesen der Radiosignale. Gerade der Einsatz von echtem White Noise, also weißem Rauschen, als unmittelbare Komponente der Musik gelingt großartig und gibt den Ergebnissen eine authentische Note. Und auch gibt es da noch eine tiefer liegende Ebene, eine existenzialistische Traurigkeit zwischen den Effekten, eben das Gefühl von Einsamkeit, das einen Menschen befallen kann, der in die atemraubende Tiefe des Kosmos blickt. Somit ist dieses Album im perfekten Gleichgewicht zwischen elektronischen Effekten und einer gewissen erhabenen Melancholie, die einen leicht befällt, wenn man sich ernsthaft mit dem Weltraum konfrontiert. Auf einer programmatischen Ebene kann man sagen, dass die Sounds und die Sphären hier beide Enden des Radioteleskops beschreiben. Auf der einen Seite eben die Leere des Weltraums, gefüllt mit unsichtbarer Strahlung, auf der anderen Seite aber von Menschen gemachte Maschinen und Teleskope, die diese Energie aufzeichnen. Dieses Album ist somit zugleich der Blick ins All, doch zugleich auch die musikalische Interpretation dessen, was der Radioastronom so wahrnimmt. Das Objekt und das Subjekt gleichermaßen. Nun hat dieses Album aber auch eine interessante Entstehungsgeschichte, die zum Glück in den Liner Notes auf der Rückseite der LP festgehalten wurde. So hatte sich damals der Science-Fiction-Schriftsteller und Medienkünstler Michael Weißer an Robert Schröder gewandt, um mit ihm eine audiovisuelle Präsentation für die Ars Electronica in Linz auszuarbeiten. Michael Weißer trug mit visuellen Elementen bei, während Robert Schröder hierzu die Klänge komponierte. Weißer stand damals schon dem legendären Innovative Communication Label von Klaus Schulze nahe, was zu der Veröffentlichung als Album führte. Heute gibt es dieses Album in zwei Ausführungen, denn die Vinyl-LP und die CD sind zwar sehr ähnlich, aber nicht identisch. Die Vinyl-LP von 1982 ist leider nie auf CD erschienen. Wer diesen Sound besitzen möchte, muss sich auf die Suche durch die einschlägigen Vinyl-Enthusiastenkanäle begeben und wird dort sicher fündig. Man bekommt diese Scheibe noch immer zu einem guten Preis. 2010 hatte Robert Schröder eine Neuauflage in Angriff genommen, damit dieses Album auch endlich auf einer CD erscheint. Doch hierzu bildete er die
akustischen Bedingungen der ursprünglichen Aufnahme nach und nahm das Album de facto neu auf. Das ist also eine Neuaufnahme. Hier kann man also Vergleiche anstellen, was besser klingt, sozusagen der Take One oder 28 Jahre später der Take 2. Ich verstehe, weshalb Robert Schröder selbst die Neueinspielung besser findet, doch ich sehe beide eher gleichwertig. Natürlich kann man 28 Jahre später musikalisch vieles besser machen, doch ich finde es ebenso reizvoll, mich mit dem Original auseinanderzusetzen, das im Vergleich natürlich nicht diese sonische Power hat, diesen vollen Klang, den man heute in jeglicher Musik erwartet. Und der Sound der Aufnahme von 2010 ist gigantisch. Da ist eine akustische Tiefe drin, die einem geradezu den Atem rauben kann. Aber Robert Schröder ist nicht George Lucas. Han Solo schießt auf der CD von 2010 noch immer zuerst. Ich hoffe, diese Pop-Referenz wird halbwegs verstanden. Ich hatte ein paar Jahre nur die LP besessen und wusste von der CD nichts. Aber als ich mit skeptischem Blick die CD-Aufnahme gehört hatte, musste ich mich doch der Zukunft beugen. Wer das ultimative Science-Fiction-Erlebnis sucht und gerne Musik mit Kopfhörern hört oder eben eine deftige Stereoanlage besitzt, dem kann ich diese CD absolut ans Herz legen. Ein kosmetischer Unterschied zwischen LP und CD besteht zusätzlich noch darin, dass die Stücke auf der CD zum ersten Mal Titel bekommen haben. Auf der LP stand noch lediglich Teil 1, Teil 2, Teil 3 und so weiter. Nun gibt es klangvolle Tracknamen, die den Ambient-Charakter dieses Werks unterstreichen. Ich gebe hier 5 von 5 Sternen. Denn wenn man auszieht, um die ultimative Weltraumschallplatte aufzunehmen, so ist das hier eigentlich das perfekte Resultat. Schröder hat hier das perfekte Gleichgewicht zwischen Intellekt und Emotionen geschaffen. Das war Galaxie Cygnus A von Robert Schröder aus dem Jahr 1982 und 2010.